Also gucken wir mal. Also noch nie gebockt, mach einfach jetzt aus. Nein, nein, nicht bis 5. Nicht auf der Woche. Ja, besser ist Evan. Ja, nur Psycho-Pokémon. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale. Nimm doch deinen Dark-Type. Stimmt, lol, so smart. Nicht schneller? Sehr geil. Ich hab Schaufler One-Shot gesehen. Es klemmt sich in den Boden. Auch wir haben einen Zeitplan, Timo. Und da steht ganz klar 20.20 Uhr Wang-Thema ansprechen. Denkst du, Captain, auch ein krasser Stand? Ich hab geplant. Tja, Jokes on you. Machst du bis 20 Uhr oder willst du noch die Arena-Leiterburg fertig machen? Und dann boah, also die Arena-Leiterburg fertig wird, glaube ich, noch so 6 Stündchen oder so dauern. Minimum. Ich glaube, das wird noch ein paar Stündchen dauern. Also die machen wir heute nicht fertig. Der Arena-Fight geht weiter. Höchstens vielleicht noch so, also wir gucken mal, wann wir mit Giovanni durch sind. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alles first tryen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alles first tryen. Aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Welches Pokémon wird die Arena besiegen? Das wird schon noch ein bisschen dauern, ja. Ich glaube auch Top 4 wird auch noch mal ein bisschen dauern. Also bis Top 4 heute schaffen wir 100%. Sind wir schneller als Hypno, ist die Frage. Schreien wir. Ich glaube schon. Gearbats ist ein schneller. Aber ich habe ihn für Mimikry. Okay, ist ja. Es klemmt sich in den Boden. Ja, ich sag, ich werde schon noch ein, zweimal verlieren, hundertprozentig. Sie schenken sich wirklich nichts. Ich sag, ich werde nicht alles first tryen. Seine Ausweichkraft. Ein harter Treffer. Ein böser Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. Giftwolke, okay. Eine ätzende Giftwolke. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Warum klingt er so schadenfroh, wenn er irgendwas vergiftet oder besahmt wird? Berit. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Tohu. Was ist das? Jo, wie sick die Animation aussieht. Leider dann nicht. Schau da! Das war ein Wunderpunkt! Es ist auch schadenfroh, wenn jemand vergiftet oder besahmt wird. Gönn dir, Glu, gönn dir. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Okay. Ringfrei für Kadabra. Erstens der aktuelle Stand ist hier Level 50. Ein Pokémon. Burg. Und zweitens, ja, er hat auch Round 2. Ja, ja. Oh mein Gott, ich hab Finale gedrückt. Scheiße. Das war das große Finale. Ach, schwerer Treffer. Der Delegator ist verschwunden. Komplett geplayt hat er mich. Gönn dir, Lacker, gönn dir. Nee, ich hätte so oder so Finale gedrückt. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Ich will nicht für Himmelsflieger gehen, falls er wieder Delegator drückt. Ja, ich wusste doch. Es erzeugt einen Delegator. Erfrischend Eisstrahl. Der Delegator wurde zerstört. Der Kampf wird immer intensiver. Gerade Kapernzahl, buh. Warte, wieso? Nee, es erzeugt einen Delegator. Der war ja viel weniger Schaden.
33x4. Der Delegator ist verschwunden. Das ist ja übelst illegal. Kann ja nochmal Delegator drücken, oder nicht? Für die Cups, Stormy. Warum kann man hier viermal Delegator einsetzen? Oder ist schon ungerade KP? Ach, kein Plan. Also, wir checken. Der Delegator wurde zerstört. Ich weiß nicht, ob es Arena Leiter Burg Round 2 Level 100 ist. Es regeneriert Kraftpunkte. Lasse, was geht? Meine Vermutungen sind... Oh, der Freeze! Auf 2 KP, das ist crazy. Ja, meine Vermutungen sind... Serpifeu, Hoplo und Blinfach. Nur Prime Cup ist ja nicht. Wow, auf die Bretter! Das ist fein. Rest machen wir mit Rantles oder ziehen uns vielleicht noch ein Team hoch. Mal gucken. Ja, ich sag Pinfall, was eigentlich muss. Meine Prediction ist halt, dass die Starter eine Mega-Entwicklung bekommen und deswegen glaube ich nicht, dass wir Starter bekommen, die schon eine Mega-Entwicklung haben. Heute noch kein Ringfit gespielt, nee. Nee. Hätten wir aber heute eigentlich machen sollen. Ringfrei für Taimon. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Ja, aber ich sage es ein bisschen Quatsch, Xyanos, glaube ich nicht. Ich glaube, schon ein bisschen weit hergeholt. Hier ist der Angriff. Aber gestern war okay, weil... Nee, warte, was war gestern? Am Sonntag? Was war gestern nochmal? Gestern war irgendwas. Die Pokémon auf der Reservebank. Ah, gestern bin ich erst um 13 Uhr oder so in den Stream. Ich war ja übermüde. Ringfrei für Robot. Kadabra liebt seine Frontflips. Lass ihn. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was geht ab? Alle drei gecrittet. Krank. Kadabra und Macher. Koga. Kuga. Let's go. Das war Level beendet. 13%. Boah. Let's go. 13%. Let's go. Der Pokémon wurde von Uri Geller verklagt, nicht Kadabra. Wäre auch witzig. So, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Was machen wir gegen... King Sabrina, Simsalabim. Wir hatten einen guten Käfer-Move. Stop. Boah. Aber Bieber wird ja getötet. Der wird ja genauso hops genommen. Echt ohne. Was ist denn so das beste physische? Ja,
Ja, ich weiß auch nicht, ob Blitzer Place. Ich glaube, Blitz hier gar nicht so kacke, actually, Solid. Ich glaube, mit Stärke. Nee, Schlitzer hat der hier. Boah, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, leider nicht so viel Spezial, ist leider ein bisschen kacke. Kopfnuss. Mal Dark Type. Dumm oder wie? Hä? Irgendwas Gutes Physisches, aber was nimmt man da? Fliegen auf Aerodactyl auch nicht schlecht. Was hat Aerodactyl für ein Spezial? Die Elementklassen. Taurus hat Stärke. Ich glaube, ich finde Taurus nicht schlecht. Kangama hat zu schlecht Spezial. Ja, aber irgendwas, was Erdbeben hat, was aber auch einen guten Spezial hat, wäre geil. Aber find da mal was. Gengekan T-Bolt. Good to know. Was konnte es da nicht hier? Glubstrahl Donner. Ja, ist okay, wir gucken wer. Zubilikat. Zubilikat hat er leider nur Biss, der hat halt keinen Schlitzer. Ist ein bisschen Arsch. Alter, ist so die guten Stats. Was kann Dodri? Ja, Dodri ist nicht schlecht, glaube ich. Dodri packen wir ein. Ich will noch ein Psychic-Mon mitnehmen für Gengar und sowas. Hallo Icy, was geht? Ich nehme noch Pantymos mit, actually. Pantymos kann Geowurf, das ist ganz gut. Ich nehme noch die drei Vögel mit. Tryen wir. Let's try this. Immer die Birdies. Die sind's aber auch. Der erste Gegner betritt die Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Yeah. So. Womit wird es beginnen? Panema sieht so witzig aus, wie er so tanzt. Ja, ein Treffer! Echt wenig Schaden. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Schädelwumme! Der Arena-Fight geht weiter! Ach, super. Ich könnte Barriere drücken. Ja, scheiße. Wir leben ein. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was geht ab? Ein guter Konter funktioniert der erste Jam ein bisschen anders. Was passiert jetzt? Rums. Sie schenken sich wirklich nichts. Was ist das? Ein guter Treffer. Wow, auf die Bretter. Mein Bedankt für Follow. Hey, ich dachte, es war nur gegen Normal- und Kampf-Pokémon, oder? Oder bin ich gerade lost? Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Attacken. Oh, ja, okay, aber macht ja keinen Unterschied. Hat ja keinen Unterschied gemacht, alles gut. Machalo. Na, das sieht gar nicht gut aus. Rums, wie Dampf.
Rammelfleck zu. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Mankey. Kinen. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer. Genau auf die Schwachstelle. Panemos Beast. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Pantimos Beast. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Sind so ganz besondere Sommerrollen, Stormy. Rick, dankeschön! Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Sehr, sehr appreciated, dankeschön. Vielen lieben Dank. Gut, Stormy, kurz. Hallo, wo ist mein Wasser-Pokémon? Was soll denn die Scheiße? Kein Boden, kein Wasser-Pokémon, kein gar nix. Karma ist das. Der zweite Trainer dieser Arena sieht schon stärker aus. Aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Exoglut. Mann, der packt mich doch safe schon wieder ab. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Meinst du den Poma generell oder Stadium? Warum crittet der mich? Sie schenken sich wirklich nichts. Cool, die macht das. In dem Fall Stadium. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für Stadium geplant haben. 50 Stunden? Circa? Roundabout? Ausrufezeichen Poma. Ich habe neben allem 60 sogar, ja, kann sein. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Da sind die Stunden aufgeschrieben, wie viel wir ungefähr predikten. Wobei das bei Gelb schon mal nicht so genau geklappt hat, aber das ist auch ein bisschen illegal. Es muss jetzt einiges wettmachen. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Was, das war nicht die Frage, warte, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ach so. Hä? Das war wegen dem verdrehten Namen, oder? Warte, was habe ich gerade gesagt? Hä, triff ich gerade? Ach so. Ach so. Ja, die Stundenanzahl, das war auf Dings bezogen. Verdrehten Namen wegen Stadium ist, ja, dann dadurch haben die anderen Pokémon andere Farben und dann sollst du die von deinen unterscheiden können, quasi. Denkst du heute Abend an Discord? Yes, Rick, yes, yes, yes. Ein Spitzentreffer. Yes, Rick. Aber schreib mir trotzdem nochmal, da erinnere ich mich besser dran. Geht ab. Ja, ein Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Schreib mir ein Essay. Power Maker. Money Close. Ein böser Treffer. Ein böser Treffer. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Naja, ich glaube auch, Sabrina wird ein bisschen knifflig. Ah,
dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Gagen. Ja, Psycho ist schon broken. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Okay. Ich hoffe, Psyche killt. Ich weiß nicht, ob das killt. Ich will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein kraftvoller Angriff. Ich hab's wieder verkauft. Imagine. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Was geht, Leon? Was geht, was geht? Was nun? Ja, ein Treffer. Ja, ja, Feuer resistet Eis nicht. Käfer ist sehr effektiv gegen Gift. Da geht schon eine Menge ab. Auf das nächste Pokémon. Toxatank. Wird der Pokémon psychoimmunisiert Geist, stimmt? So. Er ist schneller, aber ich drücke den Kill nicht. So sieht es aus. Ha! Leider daneben. Hier ist der Angriff. Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ich frage es Kilti Drumpumpe jetzt. Sie schenken sich wirklich nichts. Ja, es gibt nur Schlecker und nach Nebel das ist absolut wow, weg. Hydro-Pumpe. Lebst du, Panimos? Bist ein Macher. Oh, ist das das Ende? Ah. Aber ist okay. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ist okay. Frei für Sastos. Beide Pokémon in völlig verschiedenen Elementklassen an. Direkt vom Olymp. Donner. Richtig. Und eine volle Wichtig. Es ist am Boden. Nur noch. Ich glaube, wir haben mit Arctos und Zapdos noch in the back. In the back. Der holt jetzt die Golbat raus. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Wie kommt denn das? Genau auf die Schwachstelle. Let's go. Rum, die Dampframpe. Let's go. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Solid. Okay, dann wollen wir mal. Ist ein bisschen tricky, glaube ich. Die dunkle Herrin der Psycho-Pokémon. Geht hart. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. PDSM oder was? Fein. Oh, Top Team. Oh mein Gott. Let's go. Die Attacke ist fehlgeschlagen. Sie fauchen einander an. Big. Bitte Hitze. Ein heißer Feuersturm. Nice. Oh, und sogar noch ein Burn. Geil. Hätte mir lieber ein One-Hit gewünscht, aber nehme ich. Was passiert jetzt? Ist okay. Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein sehr rasanter Tag. Body
Body Jack! Wow, auf die Bretter! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Body Jack! Simsala. Frei für Simsala. Was geht, Nosse? Was geht? Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen. Kann ich den Himmelsfeger reindrücken? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. So. Nee, ich lasse mal schon smart, nicht für Himmelsfeger zu gehen. Was ist das? Ja, ein. Ja, okay, wir werden doch Himmelsfeger. Fireblast, aber okay, da nicht wie so viel. Wenn wir hinten. Leider dann. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber wir können trotzdem den Himmelspeger rücken. Solange er mich nicht verwirrt. Wenn mich nicht verwirrt, ist alles fein. Was geht ab. Und er darf mich auch nicht critten. Boah, das ist so close. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Darf ich nicht. Oh nee, 60 gemacht! Nein! Bitte low roll, low roll. Let's go. Low roll. Und jetzt Hitte, Brigitte. Fliegender Himmelsfeger. Let's go. Das hat gebrettert. Ei, super. Das hat nicht gerade lang gedauert. Haha, so schlecht. Hätte ich mal sofort gehimmelsfegert. Aber zwei Fireblasts hätten, glaube ich, auch gekillt. Rosanna, ich glaube, Rosanna outspeedet mich leider. Der aktuelle Stand ist wait a second. Ein Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Komm und höre Hitte, Brigitte. Ich gehe gleich wieder. Stark. Outspeedet er mich? Nein, oh mein Gott, bitte Hitte, Brigitte. Ein harter Treffer. Ich hätte Bodycheck drücken müssen. Ah, ich hätte Bodycheck drücken müssen. Nee, sollte okay sein. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ich glaube, Dodri outspeedet Rosanna, deswegen ist okay. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ringfrei für Dodri. Vollcheck kann auch daneben gehen, ja, aber nicht so wahrscheinlich wie Fireblast. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Boah! Alter, killt ja fast. Ja, aber ich glaube, das killt mich. So sieht es aus. Okay, mit Crit auf jeden Fall. Da hat jemand das Fall. Aber Taurus ist schneller. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Die Reservebank ist leer. Ich glaube, das sollten wir nach Hause holen, Chat. Ich habe mich missklickt. Nun heißt es alles. Spaß, bin noch kein Opfer. Die Macht der Stärke. Oh, ist das das Ende? Hallo, Starby. Das bin ich, Jack. Geduld wäre cool gekommen. Dunkle Herren, wir sehen uns. Der weiß genau, was er tut. Ja, Jack, das bin ich als Kind. Das ist Captain Augenklappe. Ja, Captain Augenpflaster. Let's go. Sabrina geklatscht. Gehen wir 9%? Nee, ne? Nee, wir bleiben bei 13. Aber, Chat, schaut euch den ganzen Schabernack hier mal an. Das hier ist alles Round 1. Uns fehlen nur noch 6 Sachen aus Runde 1. Dann haben wir Runde 1 schon geschafft. Das ist echt nicht mehr so viel. Wir sind schon echt ganz gut dabei. Pyrokanix. Chiri, da ist schon gelb. Ja, juckt ja auch gar nicht, Stormy. Ich
Ich habe extra einen Emote dafür reingemacht. Ich glaube Flashbang oder so heißt der. Der ist Banger. Lieb den. Oder nehmen wir lieber Starmie mit. Kein Gold kriegt. Da habe ich schon geilere Werte. Der hat zwar keinen Surfer, aber passt schon. Golking stinkt, Chat. Seht es ein. Müsst auch mal zur Vernunft kommen. Und anerkennen, dass Golking stinkt. Absolut zu broken. Ich mach Golking als letzte Entry, wäre stark. Boah. Ich glaube, das ist ein Arthur sogar zu Hause. Ich glaube, es sollte passen. Ich glaube, wir haben Shylock Entry sogar schon gemacht, oder? Ah, nee, der wurde ja nicht anerkannt. Aber nicht. Ich hätte Psychomon mitnehmen sollen. Warum nicht Nidoking? Ah, es wäre ein bisschen Overkill gewesen, noch Nidoking mitzunehmen. Zu besiegen sein. Timo, wie stehst du sozusagen? Achso, sagen wir mal Manipulation, warum? Hallo Stormy! Worlds oder was? Ich habe mal überlegt. Wie wird der Trainer reagieren? Ja, aber keins der beiden Psychomons keine Psychoattacke. Das sind 400k Mützis für dich. Ist das eine gute Quote? Ja, aber nicht, um die Wette zu manipulieren. So, das machen wir nicht. Ist das hier Worlds oder was? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ja! Recall könnte geil sein. Was nun? Nee, ich würde schon gern für den Win gehen. Okay. Ach, schau. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Problem ist, er wird sich halt jetzt killen. Aber ich. Aber ich weiß nicht mehr, ob er sich selber killt. Sich in Kampfposition. Geht für Schaufler. Wechsel er raus? Es gräbt sich in den Boden. Ich hätte auch. Ich habe überlegt, für Schaufler zu gehen. Boah, hätte ich es gemacht, wäre krank gewesen. Hallo, auch im Ei sieht übercool aus. Mach schon mal. Leider daneben. Der Arena-Fight geht weiter. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Lavados. Was ist das? Ich fühl's sehr, Salle, ich fühl's sehr. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Bitte. Bodycheck! Ein guter Treffer. Bodycheck! Und das war's. Ich glaub, die Evo kickt ab. Naja, wenn's positiv ist, ist ja okay. Welches Pokémon ist nun an der Reihe?
2 für Rasa. Beide Pokémon gehören könnte Donner verschiedenen Elementklassen an. Aber Speedy. Nein, wird Speedy nicht. Okay. Es pumpt sich auf. Okay. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Es sammelt Energie. Sie schenken sich wirklich nichts. Fuchtler, was fuchtelt der so rum? Was geht ab? Mitten ins Schwarze. Bitte hitte, Brigitte. Fliegender Himmelsträger. Das war äußerst effektiv. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Schaut mal. Ey, schaut mal. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Auf. Er ist so am Flexen. Der Wahnsinn. Der Kampf wird immer intensiver. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Das war's. Das ist super, das ist true. Das ist sehr funny. Wo ist mein Continue? Hallo? Als nächstes gegen einen Psycho. Psycho. Das ist schlecht eigentlich. Aber geht. Au, oh, yo, was hat der für ein Team? Mann, der 3 Water Types. Das ist ja fürchterlich. Junge Storm, jetzt hast du nicht gewettet, obwohl das jetzt ein bisschen schwierig aussieht. Hieß es Rosanna Tekelec? Geil. Die haben so häufig reingeschissen, ich find's so witzig. Sie heizen sich mit Drohgebären an. Sie heizen sich mit Drohgebären an. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Für keinen Spezialdrop. Die Gegenseite reagieren. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Ein sehr rasanter Kampf. Trainer den sogenannten für Bait. Nicht smart. Direkt vom Olymp. Donner. Genau auf die Schwachstelle. Direkt vom Olymp. Wow, Donner. Die Bretter. Jetzt einen Drohgebären. Drohgebären. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Krank. So. Ich muss da immer irgendwie an Drommelbecher denken. In den Drommelbecher-Chip. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Was Legenden das? Kennen. Legenden kennen. Vielleicht aber auch Leute, die alt sind. Was nun? Ein guter Treffer. Schenken sich wirklich nichts. Die Kämpfer stehen. Gabriel 92 unterstreicht meine These. Was passiert jetzt? Aber ich fühle trotzdem. Ja, ein Treffer. Konter? Junge, der wollte auf meine komplette Konter drücken. Leider. Nee, der wollte auf meine komplette kontern. Wird immer intensiver. Der ist da mit Strategie dran gegangen. Scheiße, er hat schon wieder gekontert. Nein, lauf, Sami, Crit, irgendwas. Ja, ein Treffer. Oh, 7. Das ist die Vergeltung. Das ist die Vergeltung. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Er rastet komplett aus. Sie halten sich mit Drohgebären an.
frei für Stadtos. Das ist crazy. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Rastet nur mein Bodycheck aus. Bodycheck! Guter Treffer! Für die Hitte einfach. Ein harter Treffer! Vom Salazin. Ein schwerer Treffer! Boah, auf die Bretter! Das ist die Vergeltung! Nur noch ein Pokémon ist übrig. Der hat's komplett gefühlt. Miester. Der stinkt so Miester. Der aktuelle Stand ist bei diesem Pokémon. Das rausmachen, Soundboard. Der Kampf geht weiter. Müsste ich wirklich. Hyperstrahl. Was nun? Wir überlegen zusammen. Ein guter Treffer. Immer noch Sam danach eigentlich. Das ist die Vergeltung. Umomaya. Und ich sammle. Rum, die Dampframpe. Das stimmt jetzt, ja. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Booster. Mickey Maus. Ich kenne die japanische Version leider nicht. Manisato, was geht? Streber. Aber ich sage mal lieber Streber als dumm. Der ist dieser Full-Explosions-Homie, ne? Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Drohgebärden an. Es erzeugt einen Delegator. Oh, Seven. Das war das große Finale. Der Delegator wurde zerstört. Wow, auf die Bretter. Ich glaube schon, der ist hier. Welch furioser Blitzschlag. Sie begeben sich in Kampfposition. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Es erzeugt einen Delegator. Oh, Seven. Eine gewaltige Explosion. Der Delegator ist verschwunden. Wow, auf die Bretter. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Okay, jetzt kann ich nicht exploden. Ring frei für Kokowai. Oh, scheiße. Ich hab danach nur noch Pizzaros und Geowatz dabei. Ein Moment! Sehr einseitig. Mischende Worte! Energie für den nächsten Angriff. Scheiße! Was geht ab? Ja, schau mal, Chat. Ich glaube, ich töte den nicht, oder? Der Arena-Fight geht weiter. Fliegender Himmelsfeger. Perfekter Treffer. Oh mein Gott. Warum so kackfick? Hab nicht damit gerechnet, dass es sein letztes Mon ist. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das war knapp. Aber sei mal besser, ich hätte Lavados mitnehmen sollen. Machst du nix? War Free Chat, war doch Free, alles gut, alles gut. Oh, Kopfhörer rausgekriegt.
So. Was für Kangama und Pixie? Zu einem brandheißen. Nein, du bist schon der Streber und das Einzige, was dein smartes Hirn hervorbringt, ist Roots Band Team. Ich bin auf den Herausforderer mit seinen Feuer-Pokémon einzuhalten. Okay, wir setzen Schaufel ein, falls er Schaufel einsetzt. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Es geht so ein Loser. Ich wünschte, er hätte gesagt, es gräbt sich auch in den Boden. Beide sind sehr vorsichtig. Ja. Warum ist sein Loch so viel größer als meins? Was ist das? Oh, die Attacke ging daneben. Schaufler. Let's go, Solid. Perfekter Treffer. Lochneid. Der Arena-Fight geht weiter. Sei froh. Die Befehle wurden erteilt. Unterirdische Attacke dauert an. Die unterirdische Attacke dauert an. Es hat mich wieder in die Erde gebohrt. Ist das krank? Ist Sie das krank? Sie schenken sich wirklich nichts. Hier wird sich auch nichts geschenkt. Wir sind nicht beim Wichteln. Was passiert jetzt? Ja, for real, leider daneben. Ein harter Treffer. Und dann Bodyjack! Wow, auf die Bretter! Er hat sich wieder in die Erde gebohrt. Ringfrei für Galoppa! Galoppa. Beide Pokémon greifen völlig verschiedenen Elementklassen an. Nee, Erdbeben trifft hier Schaufler nicht. Oh mein Gott. No way. Miss. Ja, ist Jova, Chat. Ist Jova. Ist vorbei. Es kann sich nicht rühren. Der Kampf ist vorbei. Wird immer intensiver. Die Attacke ist vorbei, Chat. So, Jova. Ein schwacher Treffer. Ich glaube, ich habe auch kein schnelleres Mon mit. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Aber bei Starmie könnte schneller sein. Weiter an. Fireball hat nur 70 Genauigkeit, ja. Es hat Check mit E. E mit C. Der Arena-Fight geht weiter. Groß C. Kannst, by the way, switchen, aber ich will ja nicht switchen. Was passiert jetzt? Ihr Treffer hat kaum Schaden. Ich will ihn töten. Es kann noch immer nicht angreifen. Aber du kannst. Sie schenken sich wirklich nicht. Ja, ist okay. Wir switchen. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Checke bis B. Warum wird Starmie so? Wenn dieser Wechsel den Kampf beeinflussen, sie halten sich mit Drohgebärden an. Blubstrahl! Perfekter Treffer! Blubstrahl! Fertig! Irgendwie das Spin bei Starmie immer so geil, wie Fidget Spinner. Ein harter Treffer! Genau auf die Schwachstelle! Langsam reicht's. Weg mit dem Pferdchen. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Bei der Anzeige wegen Plagiat. Ringfrei für
frei für... Herr Rums ist ja Ulzi-Banger-Aussage. Rums! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der Kampf ist nun sehr einseitig. So sieht es aus. Eine sehr effektive Attacke. Schlitz. Nehme ich. Ab. Das war ein Glurak sieht ja übel cool aus. Ich weiß, Tedisch. Der Kampf wird immer intensiver. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Und eine volle Breitseite. Oh, ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist so, ja, Level beendet, sag ich doch. Okay, nice, let's go. Damit haben wir Pyro geklatscht und erreichen die 14%, Chat. Versteht ihr das? Checkt ihr das, Chat? Checkt ihr? Ihr versteht nicht, Chat, ihr versteht nicht. Okay, Giovanni. Kurzer Zwischenstand. So sieht der ganze Spaß hier aus, Chat. Wir haben von der ersten Round nur noch 3 Sachen offen. Fünf Sachen. Also noch Giovanni, ja, Elite Four, Jam, Mewtwo, Prime Cup Masterball und Pokémon Cup Masterball. Die sind alle sehr knackig. 3, oder? Alle sehr knackig, aber es fehlt nicht mehr so viel. Flashbang. Nein, kein Gold King Chat. Kurz, 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 kurz. Es gibt kein richtig geiles Pflanzenmon. Das ist leider was, Tobi. Ultrigaria? Warte, was konnte Satzin hier nochmal? Der konnte nur Solar Beam, oder? Ja, wow. Nicht wahr. Aber Ultrigaria ist leider ein Loser. Das war sogar 19 Attack. Flashback und dann kam Twitch herauf. Scheiße. Einzig Knuffenser, weiß ich nicht. Pokéball kann halt leider nicht buben, oder? Wahrscheinlich wieder Giflor sein. Was für eine Giflor? Dann ist es wohl Giflor. Er kann nur seine Eier boomen. Warum, Stormy? Ich sitze halt so. Was ist denn daran so schlimm? Ist doch ganz normal. Sieht ja mit so einem Tryhard aus, oder was? Gegner betritt die Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Ja, ich erinnere mich auch an den Kampf. Ich weiß, dass ich damals auf YouTube gegen den verloren habe. Genau deswegen. Shoutouts geht raus an alle, die auf mich gewettet haben. Oh, okay, der meint. Belieber. Ein harter Treffer. Shoutouts gehen raus an die Belieber. Nein, das sieht gar nicht gut aus.
schenken sich wirklich nichts. Das ist doch nicht schlimm, Solid. Was ist das? Ein schwacher Treffer. Sehe ich nicht. Es kann sich nicht rühren. Ein sehr rasanter Kampf. Oh! Ringfrei für Dami! Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Luftstrahl! Der hat die gelebt! Was lebt ihr denn? Toxic. Ganz schön toxic. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Der Kampf wird immer intensiver. Ich liebe den Steinsprecher. Richtiger Zuhause. Wie kommt denn das? Und eine volle Breitseite. Rums. Und das war's. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Nicht Karati. Beide Pokémon gehören zu verschiedenen Elementklassen an. Was nun? Das hat gesetzt. 69. Na gut, Schuhe aber auch broken. Was passiert jetzt? Ein böser Treffer. Ein böser Treffer. Der Arena-Fight geht weiter. Wer ist der Einzige, der es mit Grutsche aufnehmen könnte? Kairati oder der Sprecher? Warum hat er gelebt? Oh mein Gott. Kairati. Ich glaube, der nimmt es gerade auch mit Stami auf, leider. Was ist das? Dampfhammer. Oh, der meint, er ist ein Loser. Beide Pokémon scheinen schwach zu sein. Was ist eigentlich Dampfhammer für ein Kackwort? Dampfhammer! Nicht mehr Sinn ergeben. Ja, ein Treffer. Wow, ich auch, Niki. Ich werde da richtig drin dabei. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Ringfrei für Golbat. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Triff. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Einseitig. Leider daneben. Oh, ist das das Ende? Oh. Wir warten auf das nächste Pokémon. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Arthur. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. I. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Das bin ich wirklich. Das hat gebrennt. Der ist tot. Hallo, Knut. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Chat, falls euch sowieso der Stadium-Stream gefällt und ihr noch nicht reingefollowt habt und dabei sein wollt, werden wir Stadium auf 100% spielen, aber auch alle anderen Pokémon-Spiele auf 100% spielen. Und das sehr gerne Follow da. Und euren Prime-Sub, wenn ihr euren Prime-Sub da habt. Yeah! Wäre sehr süß. Lasst Like und ein Abo da. Das können wir am Ende zusammenzählen, Bunny. Sonst haben wir so 80 Timer im Screen, weißt du? Das kann man ja am Ende alles zusammenzählen. Ich schreibe immer am Ende auf, wie lange ich pro Dings gespielt habe. Also wie lange ich immer pro Game gebraucht habe.
Was zählst du den 100%? Bei Stadium jetzt, meinst du? Ich muss alle Pokémon in die Ruhmeshalle bringen. Ich muss in Runde 1 und Runde 2 alle Poké-Cups, alle Prime-Cups, alle Mini-Cups, alle Pika-Cups schaffen. Arena-Leiterburg Runde 1 und 2. Da muss ich den Dodo und den Dodri-Tower freischalten. Und ich muss Hyper-Difficulty at Kids Club freischalten. Warum geht der genau mit dem? Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Link frei für Zapdos. Es steigt in den Himmel empor. Sie fauchen einander an. Wie schaltest du die Tower frei? War doch einfach nur die Burgschaft, oder? Ja. Wie schneller, oh mein Gott. Ich hätte Delegator drücken können. Ich bin so schlecht. Leider daneben. Junge, die Animation. Ein schwacher Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Verpackst du Gelb und Stay im Ivy? Nee, 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 nee. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Klingfrei für Magneton. Na, ist ein bisschen ungeil, aber ich bin für Sub gegangen. Trotzdem ungeil. Es erzeugt einen Delegator. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Was nun? Ha? Sie verfehlt! Oh mein Gott! Es steigert seine Ausweichkraft! Ein sehr rasanter Kampf! Sie begeben sich in der Position. Was passiert jetzt? Oh, ja, sauber. Attacke ging daneben. Sauber. Es verbessert noch immer seinen Status. Das ist over. Der Arena-Fight geht weiter. Was geht ab? Leider daneben. Es konzentriert sich voll auf seinen Status. Das ist Giovanni. Ein wahres also Giovanni Vorkampf. Was ist das? Sie verfehlt! Was nun? Oh, die Attacke ging daneben. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Ich hätte nicht mal mehr mit Blitz treffen. Deine Genauigkeit ist dahin. Kann sein, dass er sogar Sternschauer hat. Sehr wahrscheinlich sogar eigentlich. Was geht ab? Nein, schon wieder nicht getroffen. Es steigert seine Ausweichkraft. Sie schenken sich wirklich nicht. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was ist das? Der Delegator ist verschwunden. Ein sehr rasanter Kampf. Was nun? Ein schwacher Treffer. Okay. Was passiert jetzt? Sie verfehlt! Der Arena-Fight geht weiter! Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was geht ab? Ach, schon wieder daneben! Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Was ist das? Banger. Hat kaum Schaden verursacht. Hold on, Chat. Hold on. Was nun? Oh, die Attacke ging daneben. Die
Erde bebt bei diesem Wettkampf. Es erzeugt einen Delegator. Was passiert jetzt? Hab's gerochen. Der Delegator wurde zerstört. Hab's gerochen. Der Kampf wird immer intensiver. Ja, Nightbot. Es erzeugt einen Delegator. Was geht ab? Leider daneben. Sie schenken sich wirklich nichts. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was geht ab? Da noch ein. Ja, aber er hat Sternschauer. Was ist der das? Dreckige. Der die ganze Zeit geheilt. Ein sehr rasanter Hitze, Hitze einfach, Zappos. Hitze, Hitze, Hitze. Hitze, Hitze. Hitze, Brigitte. Was nun? Sie verfehlt. Was passiert jetzt? Der Delegator hat den Angriff abgewendet. Der Arena-Fight geht weiter. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was geht ab? Der Delegator ist... Sternschauer macht, glaube ich, schon nur so 20 oder so. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Nein, Magneto lebt hier nicht. Was ist das? Oh, die Attacke ging daneben. Was nun? Hellziger 90, ja. Ja, Donner hat doch nur 70. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Komm, Zapdos, komm, 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 komm! Oh mein Gott! Der war nicht sehr effektiv. Nein! Der liebt ihn wirklich! Ein Sternschauer! Ja, aber Himmelsfeger hätte, macht halt mehr Damage, ne? Wie wir sehen. Gut, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir müssen in G-Floor gehen, das ist klar. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Die heizen sich mit Drohgebären an. Pokémon-Wechsel steht an. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Der ist halt schneller als ich leider. Kreideschrei? Kreideschrei mit Sternschauer ist unangenehm. Ein schrecklicher Kreideschrei! Die Attacke ist fehlgeschlagen. User. Triff. Ein Säurespritzer. Let's go. Ein guter Treffer. 10 Stunden Ding Dong. Es geht doch zu Boden. Wir warten. So, jetzt gehen wir in Ibitak raus in Arktos. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ja, meinst du, das läuft schon. Okay. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Sie begeben sich in Kampfposition. Oh mein Gott! Es steigert deine Ausweichkraft. Bitte, Hitze, Giflor, bitte, bitte, bitte. Eine Wolke Stachelsporen. Oh, du bist ein Gamer! Du bist ein Gamer. Sie schenken sich wirklich nichts. Wirklich Gamer. Großgeschrieben. Die Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Stark, stark, Giflor, stark, 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 stark. Jungs, kill fast. Dancefloor auf dem Dancefloor. Ein sehr rasanter Kampf. Gift auf Stahl. Es fuchtelt wild herum. Ja, es gibt auch gar keine Stahl-Pokémon erst drin. Dann. Giflor, du bist ein Biest. Oh, ist das das Ende? Deswegen, ja. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Achso, nee, ich meinte nicht bei dir, Mann. Ich meinte, ich meinte bei CDK gespielt. Bei CDK sah das so serious nach serious Frage aus. Zwei gegen ein Pokémon. Der Kampf geht weiter. Es steigt in den Himmel empor. Die Planet ein. Es gibt nichts, das man jetzt tun könnte.
Ach so, ja, okay, da mache ich kein Auge. Ich sage, Arktos gewinnt so oder so gegen Takugi. Bei diesem Wettkampf. Aber ihn trotzdem Schlachtspur. Auswechseln bringt nichts. Ein harter Treffer. Perfekter Treffer. Komm durch, Triff. Die Fleuer! Ah, das ist so geil. Paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Taki wie so ein Cycle aus dem Anime, das schon der. Ja, ist okay, Gifko. Hol dich aus. Oh, es ist verwirrt. Risiko Tackle, das zeige ich. Aber wobei, wenn er mich killt. Risiko Tackle. Risiko Tackle. Schade, es geht doch. Gifko ist ja übel cool. Gifko ist ja übel cool. Trainer haben nur ein Pokémon übrig. So. Ringfrei für Erfolg. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Bluebella ist heißer. Nee, also ich sag, wer Bluebella heißer findet, das ist vorbei. Sieht aus wie ein kleines Kind. Rund die Dampframme schlägt zu. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Stopp jetzt, Tommy. Nein, Lavados ist der coolste von den drei Vögeln. Kommt jetzt der K.O.-Attacken-Homie? Nee, ist er noch nicht. Was hat der für eine Strategie? Muss doch auch eine Strategie haben. Sir Pin geht auch übelst hart. Will kein nicht mehr werden. Okay. Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena. Park Knut, Wimmerabstimmung, was willst du haben? Aber das sagt, das sagt das. Ja, schreib doch deine Frage, Knut. Muss so Frage schreiben. Den rein. Es ist Donnerwetter. Also nicht ihr schlechtes davor. Es ist paralysiert. Priest. Ein kraftvoller Angriff. Na, das sieht gar nicht okay. Gut aus. Der Arena-Fight geht weiter. Wir tryen. Du machst es, Arktos. Ich laber nicht. In Kampfposition. Ich laber nicht, Arktos. Ich laber nicht. Perfekter Treffer. Komm schon. Und jetzt komm durch. Du bist es. Gut, dass ich hier einen Subboss wollte. Also ich hätte so oder so einen Subboss wollte. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Serpent. Ja, ich glaube, Arktos macht eh nicht mehr viel. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Zapdos für Serpent. Der Schlitter. Das war ein Wunderpunkt. Wow, auf die Schlitter. Das ist schon der coolste. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Die heizen sich mit Drohgebärden an. Drohgebären. Ringfrei für Zapdos. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Wir scouten erstmal, was der Kollege macht. Er zeugt einen Delegator. Der ist also Statuswerten, Homie. Oh, Toxin! Die Attacke ist fehlgeschlagen.
Also ich starte. Ja, ich check schon. Wirklich nicht. Es sammelt Energie für den. Das Rizeros, Erik. Weil war so erst die Seite des Mon. Was ist das? Stimmt, Pedro aus dem Schlafesson. Ich hoffe, ihm geht's gut. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Fliegender Himmelsjäger. Nice. Kill. Eine volle Breitseite. Big. Huge. Bombs. Dampframmelflächen. Nur ich bin der Einzige, der Zapdos geworden hat, aber Zapdos ist ein übelster Loser. Zippy. Ringfrei für Pixi. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Zapdos schon der Waxe von den dran. Der Kampf geht weiter. Es erzeugt einen Delegator. Nee, Lavados ist übel cool und Arktos elegant. Der Delegator ist verschwunden. Der Arena-Fight geht weiter. Ich war rot als tot. Die Kämpfer. Rotgänger, Totgänger. Hier ist der Angriff. Ein böser Treffer. Was geht ab? Ja, ein Treffer. Ein sehr rasanter Treffer. Gönn einfach Donnerhits, komm. Mach den Sack zu hier. Wichtig. Oh, ist das das Ende? Oh, ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei. Legala, Zapdos ist ja wirklich mit Abstand der Schlechteste. Aber ja, free. Ja, aber dauert noch bis 22 Uhr, Erik. Family friendly machen gehen. Galazapdos war ein Upgrade, aber immer noch der schlechteste. Beweist nur noch einmal mehr, dass es der Wagste ist. Ob der Herausforderer im Kampf gegen Giovannis Boden-Pokémon Land gewinnen kann? Ich glaube, ich finde Galarctos cooler als Galalavados, actually. Chofani. Er kann Donner. Ein kraftvoller Angriff. Und der Hit. Sieht gar nicht gut aus. Aber es ist kein Two-Hit. Aber ich glaube, Surfer ist auch kein Two-Hit, oder? Wie wird der Trainer reagieren? Warum hat der auch so einen guten Spezial? Das ist crazy. Ich muss hoffen, dass er seinen Donner misst, kann es sein? Die halten sich mit Drohgebärden an. Direkt vom Olymp. Donner! Let's go! Wichtig! Wichtig! Was ist das? Crit! Das hat gebrettert! Schenken sich wirklich nichts. Miss, 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 miss. Noch Miss, noch Miss würde so hart gehen. Miss, 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 miss. Oh mein Gott, du bist so ein dreckiger Bastard. Es ist am Boden. Super, Barcode. Pokémon, das die Arena betritt. Ich hab Starmy nicht mitgenommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Links frei für Giflor. Es muss jetzt einiges wettmachen. Ja, und jetzt hör auf, gegen mich zu routen. Schwind. Oh mein Gott, bitte, Miss. Ein harter Treffer. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was geht ab? Ja, der lebt ihn! Ein sehr rasanter Kampf.
Sie begeben sich in Kampfposition. Miss. Eingeschneit, Blizzard. Genau auf die Schwachstelle. Oh mein Gott, Giflor. Ich weiß ja nicht, inwiefern es mattert. Aber ich take's erstmal. Und jetzt kommt der Crit natürlich, klar. Oh, ist das das Ende? Die Block könnte den ein oder anderen noch speeden, maybe. Das ja, dem, was er mit hat. Einen Pokémon-Wechsel. Ich hoffe irgendwie so Rizeros oder so. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Novenka. Oh mein Gott, warum denn der? Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Ich will ein bisschen rauszuwechseln, aber ich glaube, es ist Jova, Chat. Ich glaube, es ist Jova. Ich glaube, es ist vorbei. Taros, zwei Monstergold. Das ist krank. Blubbitrag. Ja, ein Treffer. Und das war's. Das ist krank. Wir müssen Kikli mit dem Chat. Kikli wär's gewesen. Kikli wär's gewesen. Nur noch ein Pokémon. Das war dumm, da ich den nicht mitgenommen habe. Sie heizen sich mit Rohgebären an. Ringfrei für Marcos. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Toxic, okay. Oh, Toxin. Es will den Gegner langsam, aber stetig. Ja, Turmki gibt es. Hier ist der Angriff. Ja, aber ich sag ehrlich, ein wahres Spannungsfeuerwerk. Auch wenn ich jetzt daraus gelernt habe, überhaupt erstmal hinzukommen, ist immer übelst ätzend. Ich meine, noch haben wir nicht verloren. Den leben wir. Und je nachdem, was reinkommt, können wir vielleicht sogar cricken, freezen oder one-shotten. Beide Trainer haben nur ein Pokémon. Wirklich, der Crit gegen Lamus ist halt so dumm. Ringfrei für Nidoking. Boah, ich sag, wir können sogar leben, je nachdem, was der einsetzt. Beide Seiten haben nur noch und wir können critten. Nun heißt es und freezen. Sind wir schneller? Ist schneller. Bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss. Bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss. Das hat gebrettert. Wow, auf die Bretter. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Ah, ich hasse Stadio. Fun Fact, das war ein Speed-Tie. Wobei jetzt sehr fun in dem Fact. Weiß noch nicht so genau. Nein, aber das ist immer gut. Aber das ist immer gut. Kuss, Blakey, Kuss. Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Ich glaube, der lebt immer mit Lavados, oder?
greifen sich mit Drohgebärden an. Womit wird es beginnen? Deine Geschwindigkeit ist gesunken. Oh, Topsy! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein wahres Spannungs... Ein schneller Water-Type hier in dem Fight ist schon echt gut. Luftstrahl. Das hat gebrettert! Crit hätte ruhig mal Feuer kommen können. Wow, auf die Bretter! Wir warten auf das nächste Pokémon. So. So. Ring frei für Parasect. Ja, ich hasse die Giovanni Arena wirklich. Finde ich zum Kotzen. Sie begegnen sich in Kampfposition. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Zekpara wirklich cool. Ring frei für Sassos. Es verbessert seine Spezialattacke. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Junge, Leon, der größte Heuchler, steht da mit der 2 neben seinem Namen. Aber diesmal holst du das, Champ. Glaub, ich bin. Oh nein, es ist ein Ich glaub, Schlafen. Ich bin. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Glaub, ich bin. Es schläft. Tief und fest. Größter Imposter. Es verbessert ja, nö. Schlafmonologus. Die Erde bebt bei diesem Wetter. Und viel Erfolg. Es ist auch okay, immerhin. Ja gut, den haben wir. Es verbessert noch immer seinen Status. Nur 10, aber 10 ist trotzdem gegen mich. Wirklich nicht. Das erste Mal, dass ich misse, ist das scheiße. Was nun? Es ist wieder eingeschlafen. Der ist schon auf bis 3, ne? Das Nickerchen auswirken. Es ist aufgewacht. Geh mal hin. Der wird halt wieder Spore drücken gleich. Ich drücke jetzt halt wieder Himmelsfeger und dann drückt er wieder Spore. Also, ihr habt Arktos in der Bag, deswegen mache ich mir da nicht so Gedanken, aber es ist trotzdem schon echt asozial. Der ist jetzt auf plus 4, ne? Was ist das? Bei Giovanni, aber wir haben gerade das erste Mal verloren, Kay. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Meinst du? Okay, immerhin. Geht er nochmal für Wachstum? Ne, jetzt geht er auf seinen plus 4 Megasauger. Macht was so viel. Passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Auch bis auf das 80 Kampf gehen. Wird immer trotzdem Loser. Ein harter Treffer. Genau auf die Schwachstelle. Komm, die Dampframme schlägt zu. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Ringfrei für Golbat! 20 Mal tot, mindestens. Beim Golbat schreiben muss ich immer alles Golbat-Minispiel denken. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Direkt vom Olymp, Donner! Ach man, ich schwöre wirklich, das ist dieses Paradebeispiel von umso spät, umso weiter du in die Arenaleiterburg reinkommst, umso mehr Hacks bekommst du ab. Die ganze Zeit, das ist wirklich crazy. Wirklich jedes Mal, so tiefer du drin bist, umso mehr Hacks gibt es. Was geht ab? Das kann mir keiner erzählen, dass es nicht normal, dass es normal ist. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. So sieht es aus. Perfekter Treffer. Wow, auf die Bretter. Ich hätte wahrscheinlich den Speed-Tag gegen Nidoking gar nicht gewinnen können.
Ja, Salem schon wirklich geiles Game. Aber auch schon echt Abfuck. Was kommen jetzt hier? Die Doppelteam-Wichse. Wir haben noch nicht 22 Uhr, sorry. Dieser Arena sieht schon stärker aus. Aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Okay, geil. Geiler Lied. Die Befehle wurden erteilt. Ist okay. Oh, Topsy! Aber das macht's natürlich auch irgendwo fair, Solid, ne? Aber stetig. Wenn's nicht so wäre. Ich glaube, wenn die überall so Flammenwurf, T-Bolt, Ice-Beam auf hätten, überall so Worldbeam-Coverage-mäßig und so, ich glaube, dann wäre alles so Surfer, Ice-Beam auf jedem Water-Type und so weiter. Sie heizen sich mit Drohgebären an. Drohgebären. Okay, wieder Magneton, aber wir bleiben drin. Kann mich nicht paaren, wird mich nicht one-shotten. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Wir nehmen den Chip-Damage mit, denn Chip ist Chap. Was nun? Ein böser Treffer. Nice, tu it. Donner wird mich nicht killen. Er wird maybe für Doppelteam gehen. Aber er wird mich nicht killen. Und paaren kann er mich nicht. So sieht es aus! Und eine volle Breitseite! Der Kampf gleicht einem Tauziehen. Ein was? Tauziehen? Oh, steht 3-1, was für Tauziehen? Was geht ab? Magnus Thompson. Mein Lieblings. Magnet-Schachspieler. Oh, ist das das Ende? Gleich dein Taubsi. Wäre auch wild gewesen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Schlurpus. Schlurpus Maximus. Der aktuelle Stand ist 3 gleich dein Tauspiel. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was passiert jetzt? Aber ich sag ehrlich, klar, Blizzard schon geil, weil es so 90, weil es so eine 10% Misschance hat. Aber, ich finde Ice Beam schon fein. Arcos alleine gewonnen, so ein Maker. Geht's? Ist auch der beste Vogel auf jeden Fall, besser als Zapdos. Der hat hier eben ganz schön gestruggelt, der Kollege Schnürschuh. Oh, continue for real. Was hab ich hier nochmal mit? Gerne mit. Und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich glaube, er geht für Donnerwelle. Die erste Attacke. Seine Geschwindigkeit. Der Drop ist ganz geil. Never mind. Direkt vom Olymp. Donner. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. In gut. Der ersten Runde auf die jetzt Brecken. Gar nicht so geil. Der Kampf beginnt actiongeladen. Okay. Die Befehle wurden erteilt. Ja, schon Zombie. Ich dachte, die, wenn die so Features haben. Nun heißt es 2 Pokémon gegen 3. Ja, sehe ich Zombie. Ich dachte, solange die Features haben, drücken die mal ihre Features. So sieht es aus. Muss ja killen. Genau auf die Schwachstelle. Oh mein Gott, der liebt ihn. Okay, er hat gesehen, dass Donner misst. Wobei Donner killt nicht. Ach, es ist kacke. Lass mal schön, was geht. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Oh, ist das scheiße. So,
Bitte miss, 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 bitte miss. Wichtig. Leider dann durch. Wichtig, okay. Nicht geil, immer noch nicht geil, aber ist okay. Das hat gebrettert. Man, wieso kriege ich immer die Crits dann, wenn es unnötig ist? Ich sag's dir, das Spiel gibt dir ab und zu so Crits, wenn die null meddern, damit dir das Spiel so... So, guck mal, du hast auch manchmal Glück. Ist ausgeglichen, aber es juckt nie. Es juckt plötzlich nie. Es ist immer nur gegen Monster, die so 10 KP haben oder so. Das ist crazy. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Donnerblitz. Was ist das? Perfekter Treffer. Durch Arktos, bitte. Bitte, 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 bitte. Ach, fuck. Es ist vollständig paralysiert. Sie schenken sich wirklich nichts. Was passiert jetzt? Komm durch, bitte, bitte, bitte. Das ist ja wichtiger Chip Damage. Okay, wichtig. Was nun? Freeze. Oh, Crit. Ja, mein, nichts gesagt, bestes Spiel. Aber ich glaube, der lebt trotzdem. Mattert eigentlich auch nicht. Bei diesem Wettkampf. Das ist okay. Ah, weiß ich gar nicht. Ja, ist okay. Donnerblitz. Ne, die sind wirklich so komisch gewesen, von den, aber nur von den Mons, die Nicknames haben. Okay. Das Problem ist, nur noch ein Pokémon. Ich muss den Donner mit Zapdos hitten. Die Befehle wurden erteilt. Ring frei für Zapdos. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Dann wirklich GG, da ist vorbei. Dann bringt ihr T-Wave, oder? Geowurf? Ich will T-Wave? Was? Das ist ungünstig jetzt. Der Arena-Fight geht weiter. Das ist jetzt ungünstig. Ein harter Treffer. Hoffen wir, dass das letzte Mal ein Pinsir ist. Oh, ist das das Ende? Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Ich glaube, Stadium KI... Es ist Pinsir. Ich glaube, die Stadium KI checken nicht, was ich drücke. Die sehen nur, was deren Moves auslösen. Es alles oder nicht. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Ich bin wahrscheinlich Toxic. Und Schlitzen, okay. Schlitzen. Was ist das? Schlitzen. Das war die Achillesferse. Wenn ich jetzt misse, ne? Ein sehr Kampf. Ist One-Hit. Haben wir eben gesehen. Fliegender Himmelsfeger. Genau auf die Schwachstelle. Besser und ist es. Die Dampframmelflecht. Okay, sind wir wieder bei Giovanni. Giovanni. Giovanni frisch. Giovanni frisch. Chofani. Chopana Eisti. Aber diesmal mit Kikli. Kikli ist schon krank. Krankli. Gute Besserung, Lee. Wenn ich jetzt mit Kikli liede, wird er mit Nidoking oder Nidoqueen lieben. Es wird passieren. Ich werde es trotzdem machen. Giovanni, den Paten und Leiter dieser Arena. Ob der Herausforderer im Kampf gegen Giovannis Boden Kampf gewinnen kann? Der Wichser also wieder. Ein harter Treffer. Kein Crit. Boah, der Damage ist crazy. Bitte Hitte. Turmkick. Crit! Kiki, du bist es, Junge. Du bist es. Das nenne ich einen Blitz. Oh, der hat Arme. Das ist crazy. Ach so. Der Kampf beginnt actiongeladen. Armli. So. Was sie macht ohne Arme. Er hat Arme. Das Problem ist... Ja, okay, chill. Das Problem ist halt jetzt... Twiddelt nicht, ne? Aber er könnte auch
Token. Aber ich glaube, rauswechseln ist es eigentlich nicht. T-Bolt. Leben wir den? Nee, ne? Ja, okay, gut. Okay, dazu. Nicht rausgewechselt. Auf die Bretter! Starmie ist es, glaube ich, nicht. Auch wenn Starmie schneller ist, aber ich glaube... Welches Pokémon wird nun kämpfen? Guten Erik, schlaf gut. Ich glaube, wir sollten uns Starmie für Dings aufheben. Wobei, Arthas lebt ein Donner. Starmie lebt ein Donnerblitz. Ist schneller, aber killt Starmie mit zwei Blubstrahl? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Starmie killt nicht mit zwei Blubstrahl. Starmie überlebt aber auch ein Donner von Nidoking. Wird der Pokémon-Typ den Kampf ist die Frage, ob ich zwei... Sie begegnen sich in Kampfposition. Okay, Toxic. Ist in Ordnung. Oh, Toxin! Freeze. Es verliert durch das Gift stetig... Boah, Schwerpart, aber es läuft ganz gut gerade, glaube ich. Freeze, Crit. Hier ist der Angriff. Freeze. Schade. Ein Spitzentreffer. Ah, Toxin geht fit. Problem ist ja, wenn wir wahrscheinlich trotzdem Schlitzer reindrücken, dann tötet Donner mich trotzdem. Aber ist ja dann halt Speed-Teil scheinbar. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Schlitzer leben wir. Was passiert jetzt? Das war ein Wunder. Ich liebe Stadium Subilikat, sieht so cool aus. Subilikat, Prädikat. Fun Fact, Speedtai holt sie diesmal. Das liegt diesmal wirklich dann im Fun Fact. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Subili-Objekt. Es ist Nidoqueen. Ich bin schneller. Ich bin schneller, safe, oder? Dieses Shake sieht ein bisschen. Bisschen NSFW aus. Ein kraftvoller Angriff. Schau, was wir haben. Flugstrahl holt es. Okay, never mind. Never mind. Selfie. Arthur ist so ein Maker. Ich weiß auch nicht, ob Nidoqueen die Brüste schenkt. Aber legit. In-game, Starmy. In-game. So, damit eröffnet sich die Top 4 und ich glaube, ich habe gesagt, wir sollen heute ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist eigentlich ein echt guter Zeitpunkt, um für heute zu finishen, oder? Oder wie? Heute ist ja perfekter Zeitpunkt, also jetzt ist ja perfekter Zeitpunkt zu finishen. Was ein Progress, immer noch 14%. Ich wollte morgen früh einkaufen.